Und jetzt will er sich wohl anscheinend den Gürtel holen. Nee, doch nicht. Was hat Steve Douglas da jetzt vor? Oh, Slingshot. Dropkick gegen die Leiter und die Leiter kracht Michael Knight gegen den Kopf. Gegen den Topf und auch gegen die Brust. Wie man sieht, eine Stufe ist dort direkt an die Kopf geprallt, die andere Leitersprosse an die Brust. Douglas positioniert die Leiter jetzt in der Ecke und es gibt das Choking. Oh, jetzt wird hier wieder gewürgt mit dem Ringseil. Es gibt natürlich keine Disqualifikation, von daher kann der Ringrichter hier jetzt nichts machen. Greift Tim Suxdorf wieder ein hier. Wie gesagt, es ist natürlich keine Disqualifikation, aber trotzdem sind das ja Szenen, die wir nicht gerne sehen. Das ist allseits bekannt. Suxdorf greift gerne und oft ein. Und gerade in solch einer Kampfart kann er es oft genug machen. Schopp gegen Michael Knight. Ja, solche Aktionen von Tim Suxdorf können natürlich auch immer kampfentscheidend sein. Was natürlich gerade in einem Titelkampf nicht unbedingt sein sollte. Oh, Michael Knight versucht sie zurückzukommen. Tritt in den Magen, aber Douglas mit der Rush of Energy mit drei krassen Vorarms. Oh, es soll in die Leiter gehen. Es geht Face First in die Leiter für Steve Douglas. Side Rush and Leg Sweep von Michael Knight. Das war ein harter Treffer. Da pusht sich Michael Knight jetzt wieder hoch. Das war eine herrliche Aktion hier von Michael Knight. Wie er mit dem Dropkick Steve Douglas an die Leiter geschickt hat. Was hat er jetzt vor? Oh, legt die Leiter auf Steve Douglas mit einem Knee Drop. Trifft die Leiter die Nase anscheinend hier von Steve Douglas. Ja, jetzt zeigt er an die Hallendecke zum Titelgürtel, den er jetzt anscheinend holen will. Ja, Steve Douglas war da noch nicht fertig genug, tritt gegen die Leiter. Und Michael Knight muss auf den Hallenboden. Das war ja beinahe schon klar, dass Steve Douglas so schnell nicht zu schlagen sein wird. Michael Knight wollte natürlich versuchen, dort in die Gürtel zu kommen, aber jetzt ist Steve Douglas da. Und benutzt die Leiter. Oh. Mit einem Schlag auf den Rücken von Michael Knight. Positioniert die Leiter wieder in der Ringecke. Jetzt sind schon zwei Leiter in der Ringecke. Da kommt die erste Leiter, die Douglas eingesetzt hat, zum Vorschein. Anscheinend ist die etwas, ja, für den wohl nicht so einfach aufzubauen, so dass der Ringrichter da beinahe schon zur Hilfe eilen wollte. Ja, Michael Knight hängt hier in den Seilen. Da haben die Schläge und Tritte von Steve Douglas doch schon Wirkung hinterlassen hier. Aber Steve Douglas hat gerade gesehen, Mensch, Michael Knight kommt hier wieder ein bisschen zu sich. Da muss ich nochmal eine Aktion zeigen, bevor ich den Gürtel von oben hole. Legt die Leiter auf Michael Knight. Schöner Body Slam, damit die Leiter auf Michael Knight klingt. Jetzt sind da alle auf Sprung. Oh. Michael Knight schubst die Leiter beiseite. Back senden von Steve Douglas auf die Leiter. Michael Knight scheint anscheinend aber auch ein bisschen was abgekriegt zu haben. Er konnte zwar die Leiter rechtzeitig noch nach oben schieben, sodass Douglas mit voller Wucht auf die schräg liegende Leiter geflogen ist. Oh mein Gott, hält sich hier den Arm. Das ist auf jeden Fall für beide eine absolut ungünstige Aktion hier. Steve Douglas mit dem Tritt gegen den Kopf. Ah, da kommen die Elbows von Michael Knight. Er rennt in sein Out Running Kick direkt gegen den Kopf. Schöne Aktion von Michael Knight. Da hebt der Douglas aus. Der versucht sich zu befreien.
schöner Death Rally Driver von Michael Knight. Ja, da habe ich schon fast gedacht, dass hier so ein bisschen um Michael Knight geschehen. Aber da kommt er hier zurück in den Kampf. Tim Sutzloff guckt auch so ein bisschen fassungslos, kann das nicht so ganz begreifen, dass Michael Knight hier zurückkommt, Steve Douglas auskontern kann. Ja, Tim Sutzloff raucht sich die wenigen grauen Haare, während Michael Knight natürlich, sich die Leiter schnappt. Zeigt hier auf die große Leiter vor. Große Leiter. Die nun auch zum Einsatz kommen soll, so wie das aussieht. Das ist aber auch eine riesige Leiter. Sutzloff Mods mischt sich noch nicht so richtig ein. Das ist eigentlich gar nicht seine Art. Normalerweise ist er jemand, der jetzt sofort angreifen würde. Ja, was Michael Knight hier macht, ist aber auch nicht unbedingt clever, weil jetzt hat natürlich Steve Douglas Zeit gehabt, sich ein bisschen zu erholen hier von den Aktionen, die Michael Knight gezeigt hat. Jetzt kommen wieder zwei Tritte an den Kopf. Und der zweite war ja ein fast schon ein Freistoß à la Cristiano Ronaldo. Das war ja mit voller brachialer Gewalt. Und der Fireman's Carry jetzt von Knight. Douglas befreit sich mit Elbows. Schickt Knight ins Seil und Clothesline gegen den Hinterkopf. Unkonventionell, aber dennoch sehr, sehr effektiv. Ja, wie eben schon angesprochen, hat sich Steve Douglas natürlich erholen können jetzt hier in der Zeit, wo Michael Knight hier die ganzen Leitern eingesammelt hat. Und das ist natürlich das Resultat. Da ist Steve Douglas zurückgekommen in den Kampf und hat seinerseits dann Michael Knight Schaden zugefügt. Jetzt hat er hier die Leiter in der Hand. Oh, Leiter! Harten Schlag hier an den Kopf von Michael Knight. Der muss übers oberste Seil aus dem Ring hinaus. Hält sich hier auf den Kopf. Oh, und jetzt kommt hier schon wieder Tim Sutzloff. Tim Sutzloff geht jetzt auf Mike Knight los. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Knight braucht medizinische Versorgung. Sutzloff hält ihn hier fest. Hält Michael Knight hier fest. Douglas nimmt Anlauf. Springt. Und springt. Michael Knight konnte sich befreien. Douglas reißt Sutzloff um. Michael Knight hier beiseite, hat sich weggeduckt, nachdem er sich von Tim Sutzloff befreit hatte. Steve Douglas springt übers oberste Seil hinaus, reißt Tim Sutzloff mit um und landet ungebremst auf den Hallenboden. Das sind hier 3,5 Meter, die Steve Douglas hier geflogen sind, ungebremst auf den Hallenboden, wie gesagt. Also das war jetzt absolut schmerzhaft hier, das sind Aktionen sondergleichen. Michael Knight ist heiß. Will er jetzt etwa selber? Will er selber fliegen? Er holt sich die Unterstützung der Zuschauer. Läuft an. Klettert auf die Leiter. Geht nach oben. Oh, auf Sutzloff. Er springt auf Sutzloff. Ja, das ist natürlich eine Aktion, die jetzt Tim Sutzloff, wenn ich jetzt mal so sagen darf, auch verdient hat. Der hat hier 2, 3, 4 Mal in das Match eingegriffen. Und somit konnte Michael Knight ihn natürlich auch hier als Gegner betrachten. Und ist hier vom obersten Seil auf Tim Sutzloff gesprungen. Und das Publikum steht hier wie eine Eins hinter Michael Knight. Oh, jetzt kommt hier Mirko. Der Ringrichter hat hier Mirko gerufen. Also wenn der Commissioner und Ringsprecher Mirko dazukommt, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Sieht aus, als wenn Michael Knight sich am Knie verletzt hat. Er hält sich zumindest das... Das kann ich auch nicht richtig erkennen, das linke Knie. Ich denke, es ist das linke Knie. Florian Köhler hat das linke Knie in der Hand. Mirko guckt da auch nach. Das linke Knie scheint angeschlagen zu sein. Oh, das sieht gefährlich aus, wie eine ernsthafte Verletzung. Hoffentlich kann Michael Knight weitermachen, sonst kann Steve Douglas sich hier den Gürtel und dieser robbt in den Ring. Ja, das sind natürlich Aktionen, die auch wirklich gefährlich sind hier. Ist das jetzt der Vorteil für Steve Douglas? Steve Douglas ist natürlich angeschlagen durch diesen Sturz nach draußen, dieser unglaubliche Ringsturz, den er da gemacht hat. Aber er hat die Leiter. Er baut die Leiter auf. Michael Knight liegt noch draußen. Das sieht doch ganz klar aus, als wenn das eine Titelverteidigung wird. Der Ringrichter unterstützt Steve Douglas ein bisschen beim Leiteraufbauen. Dazu ist er verpflichtet. Das steht in seinem Vertrag. Ja, das wäre auch übel, wenn durch so eine Aktion hier Michael Knight jetzt sich so verletzt hat und dadurch natürlich dann nicht den Titel gewinnen kann. Aber guck mal da ist er. Er ist wieder im Ring. Ja, aber alles andere als kraftvoll sieht sowas aus hier.
Aber wenn der Gegner nicht kraftvoll ist, dann reicht es auch selber, wenn man mit minimaler Kraft dahin kommt. Denn Douglas kommt dadurch auch nicht viel schneller nach oben. Er kann sich zwar kurz mit dem Kick befreien, aber er kämpft selber mit der Kraft. Ja, Michael Knight schubst die Leiter hier um. Douglas muss ins Seil. DDT